herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Coffee Talk. Heute an meiner Seite habe ich die wunderbare Autorin und auch Herausgeberin Julia Frank an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Hallo, Stories. Für gewöhnlich fange ich jedes Gespräch mit einer Frage an. Na los. Trinken Sie gerne Kaffee? Und wenn ja... Ich liebe Kaffee. Ah, super. Ich liebe Kaffee, aber ich muss jetzt noch was gestehen. Ich liebe auch Tee. Ich auch. Mhm. Und ich bin, also ich trinke meistens morgens als erstes ein Liter Oolong. Mhm. Zurzeit einen chinesischen Gold-Oolong. Mhm. Jinyan heißt der. Und dann kommt Kaffee. Mexikanischer Hochlandkaffee natürlich, hochgebrannt, ganz hoch erhitzt in meiner kleinen italienischen Kaffeemaschine, die also schön auf dem offenen Feuer steht und mir den köstlichsten Espresso zubereitet. Und dann gibt es noch einen kleinen Schuss Hafermilch dazu, ne? Ja, also morgens, so, wenn ich noch nichts gegessen habe, dann gerne einen kleinen Schuss Hafermilch. Im Laufe des Tages kann die Hafermilch wegbleiben. Mhm. Toll. Wir sitzen aber heute auch zusammen, weil wir über ein wunderbares, spannendes Projekt sprechen möchten. Projekt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eine neue Aufgabe, der Sie sich seit diesem Jahr zusammen mit Rainer Wieland stellen. Und zwar gehören Sie zur Mitherausgeberin der anderen Bibliothek. Ja. Sie haben quasi die Seiten gewechselt oder machen Sie jetzt beides weiterhin? Die Idee ist natürlich, ich würde beides zeitgleich machen. Und wie es so ist, es ist beides ein 380% rund um die Uhr. Und ich bin ja tatsächlich mit der verlegerischen oder herausgeberischen Arbeit an der Bibliothek schon seit anderthalb Jahren beschäftigt und lese. Und beides, das Schreiben und das Herausgeben, braucht eigentlich alles. Insofern muss ich noch Strategien entwickeln in der Zukunft, wie ich das eine unterbrechen kann und mich entschlossen zum anderen umdrehen, weil es ist beides, nimmt alles von mir. Zum Glück sind meine Kinder gerade aus dem Haus und ich kann also 24/7 durcharbeiten, aber trotzdem reicht die Zeit nicht. Weil wir haben so viele schöne Bücher in der anderen Bibliothek. Das sind wirklich ganz großartige Entdeckungen und jedes Buch ist ja, auch die Bücher, die wir nicht machen, aus unterschiedlichen Gründen, jedes Buch ist in der Lektüre eine ganze Reise. Also das heißt, Sie prüfen viele Bücher dann? Ja, natürlich. Also wir lesen etwa das Zehnfache von dem, was wir am Ende auswählen können. Natürlich. Das Wie ist, sonst ja, kommt man auf ja, Bücher? Ja, also ja, ja. Es ist ja nicht so, dass wir ein Manuskript oder ein Buch anfangen zu lesen und dann sagen, es muss dieses Buch werden, ohne dass wir es gelesen haben. Sondern ist schon viel Arbeit. Und hatten Sie immer schon eine besondere Beziehung zur anderen Bibliothek? Ja, ja. Schon im Abitur hatte ich einen Deutschlehrer, der damals mit uns ein gerade frisch erschienenes Buch der anderen Bibliothek las. Christoph Ransmeyers Letzte Welt, das war einer der ersten oder der frühen Bücher, die Enzensberger in den 80er Jahren dort herausgab und was ein mega Bestseller sofort wurde. Die andere Bibliothek war schon damals ziemlich teuer, aber dieser herausragende Lehrer schaffte es in seinem Kollegium eine Sammelaktion zu machen, damit er für seinen Lieblingsdeutschkurs einen Satz dieser kostbaren Bücher erstehen konnte. Und seitdem war auch mein Auge immer auf der anderen Bibliothek, weil ich natürlich Enzensberger als den Part der Lektüren erachtete für viele Jahre. Mhm. Ja, ich habe erfahren, dass da ja auch 8 Fremdsprachen beherrscht hat. Ja, ich kenne tatsächlich inzwischen einige Menschen, die sogar noch mehr beherrschen, aber er war nicht nur ein Sprachgelehrter und ein Philosoph, sondern er war ja auch Mathematiker. Mhm. Also er war wirklich Universalgelehrter in unterschiedlichsten Bereichen. Mhm. Ja. Was macht für Sie die andere Bibliothek nicht nur optisch zu etwas Besonderem? Nicht nur optisch, da muss ich jetzt dieses eine Buch mal auspacken.
Weil was heißt nicht nur? Ja, schaut euch das mal an. Also ich meine, alleine, was wir hier an Illustrationen und das Buch ist innen, wie alle Bücher der anderen Bibliothek, so aufwendig und unglaublich schön gestaltet, dass es wirklich schon allein als bibliophiles Objekt einfach ein großer... Hier haben wir Lithografien im Buch. Ja, also es ist einfach ein ganz tolles... Weihnachtsgeschenk hier schon mal. Weihnachtsgeschenk. Na, Elke Heidenreich ist begeistert. Und das sind 250 Komponistinnen, Frauen schreiben Musikgeschichte. Ja. Oh, ist toll. Und darüber hinaus ist die andere Bibliothek, hat sie einen globalen Horizont. Also es geht wirklich rundherum in alle Regionen, Sprachen, Kulturen, Zeiten, Genres. Das heißt, wir haben Sachbücher, wir haben politische Essays, wir haben sogenannte autofiktionale Literatur, die aber klassisch ist zugleich. Also die gab es nämlich schon vor 100 Jahren, die gibt es nicht erst seit 5 Jahren oder seit letztem, sondern die gab es auch vor 100 und vor 200 Jahren schon. Wir denken nur an Werther von Goethe, aber in unserem Fall zum Beispiel Clara Blum ist so eine Entdeckung, ja, die eine unglaubliche Lebensgeschichte hatte und die zu einem Roman gemacht. Und dann gibt es Mythen, das Papageienbuch. Das sieht so schön aus. Oder? Ist das ja, nicht das wunderschön? Ist toll. Also ich wollte das vorne auch nicht abwertend klingen lassen, nicht nur optisch. Ja. Ne? Es ist wirklich eine wahre, wahre Freude. Und das Schöne ist eben auch, ich weiß nicht, ob das tatsächlich alle wissen, dass man die andere Bibliothek auch abonnieren kann. Das stimmt. Dann, wenn man Abonnent ist, gelangt man immer in den Genuss der Premium-Ausgabe, also dieser Vorzugserstausgabe, der Originalausgabe. Die ist noch aufwendiger gemacht als der spätere Extradruck, der dann etwas kostengünstiger auch ist. Aber als Abonnent bekommt man jedes Buch nach Hause, spart dabei sogar noch 5 € im Abonnement und man kann also auch erstmal ein Probeabo für nur 3 Monate eingehen. Und man ist dann Teil eines Clubs, einer Community, die alle diese sehr schönen Bücher einmal im Monat lesen dürfen. Und welches Buch bekommt man dann nach Hause geschickt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Trägt man vorher ein? Ich mag eher Sachbücher, ich mag Romane oder... Nein, man bekommt dann jedes. Es ist wie ein Adventskalender. Oh, das ist ja toll. Ein immerwährender Adventskalender. Man bekommt einmal im Monat jeweilige Monatsbuch, denn die andere Bibliothek erscheint eben monatlich und im Wechsel, das ist unsere Aufgabe als Herausgeber mit Rainer Wieland zusammen, überlegen wir sehr genau, in welcher Reihenfolge wir unsere Bücher komponieren, sodass also nicht 3 Romane hintereinander oder 2 Sachbücher unmittelbar aufeinander folgen, 2x Amerika oder 3x Ungarn, sondern wir tatsächlich aus den unterschiedlichsten Themenbereichen, Genres, Zeiten, Kulturräumen, Sprachen zusammensetzen. Das klingt total spannend. Wenn ich jetzt so eine Kompositionsaufgabe, kuratieren und komponieren. Oder? Ja. Das trifft's, ja. Ne? Ja. Ja, ja, sie sind, ja, genau. Ja. Wenn ich jetzt so ein Abo haben möchte, kann ich das direkt in der Buchhandlung abschließen? Oder wende ich mich direkt an den Verlag? Das kann man auch. Man kann auch sich direkt an den Verlag wenden. Aber die allermeisten Buchhändler sind sehr hilfsbereit und freuen sich darüber. Zumal man dann auch den Vorteil hat, wenn man ohnehin gern in einen Buchladen geht, man kann auch das monatliche Abo in seinem Buchladen abholen. Aber man kann es sich auch nach Hause schicken lassen. Also das ist ganz frei wählbar. Und... aber die Buchhändler freuen sich auch sehr über jeden Abonnenten. Es ist eine Freude, es auszupacken und einzupacken. Ja. Ich beende jedes, ich kann noch weiter mit Ihnen sprechen, über ich wunderschöne auch. Bücher, ja. Aber die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Trotzdem, bevor ich Sie in die Welt Ihrer wunderschönen Bücher entlasse, beende ich jedes Interview mit der Frage, gibt es ein aktuelles Lieblingsbuch oder gibt es mehrere Lieblingsbücher? Gibt es vielleicht ein Lebensbuch, was Sie lange schon begleitet, was Sie gerne teilen möchten? Genau. Wahrscheinlich vielleicht viele, ne? Sind
mindestens 10% der vielen Bücher, die ich lese und gelesen habe, meine Lebensbücher, weil sie mich natürlich alle prägen. Wir sind das, was wir lesen. Mhm. Wir werden das, was Satz. Wir lesen. Ein schöner Satz. Und liebste Bücher dieser Saison sind zum Beispiel die 250 Komponistinnen oder die Willa Cather, die jetzt im Dezember kommt. Die ist ja toll. Was für eine, ich habe mich so gefreut. Ich habe die vor 10 Jahren habe ich die gelesen und war begeistert und sie war verschwunden. Ja. Und jetzt entdecke ich sie bei Ihnen. Ja. Wo haben Sie die entdeckt? Willa Cather gehört zu den Autorinnen, die ich schon lange lese, im Original eher kennengelernt habe. Und wo ich ganz früh, als wir vor 1,5 Jahren anfingen, vorauszudenken, was wollen wir in der anderen Bibliothek machen, habe ich ganz früh gesagt, Ivy Compton-Burnett, Willa Cather, Clara Blum, Arnon Grünberg, das sollten die sein, die wir hier versammeln. Und wir freuen uns unheimlich, dass dieser Band jetzt im Dezember kommt. Er sieht schon toll aus. Er ist schon da. Er ist schon da. Man kann ihn schon bekommen. Ja, wir haben ihn da. In der frühen Auslieferung. Ja. Ach toll. Liebe Frau Frank, ich habe Sie vorhin gar nicht vorgestellt, aber Ihr Name ist ja bekannt, dass Sie so viel geschrieben haben und Sie schreiben ja auch noch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in Ihre... Simone. Dankeschön. Danke Ihnen. Tschüss.